Letztes Jahr verzeichnete die Festungsbahn einen Besucherrekord. Mehr als 2 Millionen Menschen nutzten die Bahn. Nun hat die Salzburger kräftig in die Talstation investiert für kürzere Wartezeiten und auch mehr Komfort. Das Interesse bei Einheimischen und Touristen für die Festung Hohensalzburg ist ungebrochen hoch. Mit der Neugestaltung des Eingangsbereiches können noch mehr Gäste komfortabel und vor allem rasch zu unserem Wahrzeichen fahren. Naja, die Festung ist das Wahrzeichen der Stadt und ist eigentlich auf allen fotografischen und auch sonstigen Darstellungen der Stadt zu sehen. Das heißt, es ist wirklich wichtig für die Bewohner und für die Touristen. Und die Festungsbahn erschließt dieses Wahrzeichen und wird von 2 Millionen Gästen im Jahr genutzt. Insgesamt wurden 220.000 Euro in den Umbau investiert. Neben technischen Verbesserungen wurde der Kassenbereich modernisiert und die Drehkreuzanlage neu positioniert. An Spitzentagen haben wir bis zu 12.000 Gäste, eine extreme Zahl. Um diese Gäste auch mit Komfort auf die Festung bringen zu können, haben wir hier die Schalter völlig neu umgebaut. Wir haben völlig neue Drehkreuze, das heißt, es geht extrem schnell, der Kunde ist gut bedient. Er hat zudem so gut ist wie einen WLAN-Anschluss, damit er sich ein wenig auch die Zeit vertreiben kann. Der Kunde steht hier also auch bei uns absolut im Mittelpunkt. Neben einem modernen Personenleitsystem, das in Zukunft die Besucherströme noch schneller steuert, wurde bei der Mittelstation eine Webcam montiert. Es ist extrem modern und neu gemacht, aber man kann hier auch ein 360-Grad-Panorama haben von der Mittelstation. Das heißt, der Kunde sieht schon hier herunten, wie es oben ausschaut und bekommt noch mehr Lust, dann auf die Festung zu fahren. Und jetzt zum Schluss noch ein paar Daten und Fakten. Die Festungsbahn legt auf einer Länge von knapp 200 Metern in 54 Sekunden Fahrzeit fast 100 Höhenmeter zurück. Pro Waggon kann sie 55 Personen transportieren, pro Stunde 1850. Die Festungsbahn ist die älteste noch in Betrieb befindliche Standseilbahn Österreichs.